Und nun Wetterstation, wenn wir sie jetzt bauen können. Ich hoffe doch mal. Also ich tippe mal auf Sonstiges, ne? Doch, doch, doch. Das wird schon bei Sonstiges sein. Mhm. Na, und den Flipper müssen wir auch noch aufstellen. Oh, na geht doch. Wahnsinn. Für Amerika. Gut. Legendär gut. Diesmal zusammen. Regenschirmhut. Oh, den möchte ich jetzt sofort anziehen. Sofort. Das ist meine zweitliebste Kopfbedeckung hier in diesem Spiel. Möchte ich mal festhalten. Aber wir haben es geschafft. Wir haben die täglichen Scorepunkte in kurzer Zeit. 19 Minuten 40 Aufnahmezeit haben wir uns gegönnt. Gut. Das ist ja schön. Und jetzt noch Pfandeklöppchen. Blutig. Ich denke, wir sind soweit. Können wir immer anlassen. Ausgerüstet lassen. Okay. Ich hätte vielleicht einen... Ach, guck mal. Wir bekommen den Fusionskern dann zurück. Wenn wir aus der Rüstung... Ah. Schön aufladen. Wunderbar. Mhm. 17.49 Uhr. In 10 Minuten gibt es die neuen Aufgaben. Okay, und morgen ist Donnerstag. Aber Freitag soll irgendwie der Server down gehen. Muss ich mal gucken. Aber wir wollten ja auch sparen, richtig. Wir wollten uns ja die wöchentlichen aufsparen für nächste Woche dann. Dienstag 16 Uhr müsste ich dann aufnehmen. Pi mal Daumen, um auf Nummer sicher zu gehen. Nicht, dass ich da irgendwelche wöchentlichen Ziele verpasse. Gelle. So, das Ding möchte ich mal aus Spaß bebauen. Kann man bestimmt was Cooles rausholen. Aber jetzt können wir ja mal ganz kurz, eigentlich gegen meine Natur, ein Feldchen... Oh, nee, falsch. MZ-Spielbrett. Ein Feldchen auf dem Scoreboard öffnen, nämlich Level 25. Hier, Besucherthema-Schiene. Genau, da kann das Ding dann schon mal ein bisschen produzieren. Oh mein Gott. Das ist ja großartig. War aber auch immer schön, eine Tour zu machen. Wir brauchen ja trotzdem noch Starlight-Beeren, ne? Und Rußblumen und Rhododendron und Mutabeere. Aber wir brauchen jetzt keinen Pfeffer mehr, glaube ich. Der nächste Score-Booster für VIP-Fallout-First-Spieler kommt hier. Den kriegen wir auf jeden Fall auch noch. Aber der dritte wird schon wieder schwieriger. Aber mal gucken, ne? Wir hauen ja ganz gut rein und machen die großen Sachen mit dem Score Booster in Kombination. Und dann könnte man im Nachhinein noch hier Atome zocken. Haben wir uns schon oft vorgenommen, aber der Backlog allein schon, was die Notizen angeht. Da kommen ja auch noch neue dazu. Uiuiuiuiuiui. Entschuldigung, aber jetzt erstmal Dingens. Ne? Richtig schön. Besuchertee produzieren. Kommt natürlich auch hier hin. Kriegen wir da drei Sachen rauf, wenn wir die Kerze wegnehmen. Kerze hier rauf. Ist das legal? Geht das? Na? Du? Nicht, dass ich sie wieder auf den Boden stelle und dann nicht mehr abreißen kann. Aber hier scheint das zu gehen. Okay. Kaffee und Kuchen. Und wer keinen Bock auf Kaffee hat, kann sich hier einen Besuchertee schnappen. Funktioniert. Nice. Steht ein bisschen drüber. Naja. No risk, no fun. Das macht doch den Besuchertee noch gleich um einiges leckerer. Hier, stopp. So ist gut. Noch Vorsicht beim Kuchen, ne? Bisschen mehr zu mir. Genau. Nicht ganz so nah. Da war gerade ein grünes Fitzelchen dabei. Das geht in Ordnung. Das ist nicht Glitch. Oh, come on. Baubudget. Du kommst mir jetzt mit Baubudget. Mach's gut, Kerze. Das war's. Du hattest deine Chance. Ja. Aber du könntest auch ein bisschen rutschen, Kaffeemaschine. Sei mal ein bisschen gastfreundlicher. Weißt du, es gibt gute Gäste und es gibt gute Gastgeber. Ich denke, wir haben alle hier nicht optimal gehandelt, aber so wird ein Schuh draus. Ja. Und dann kann der Kuchen auch so ein bisschen weiter in die Mitte. Weil der ist am sensibelsten. Schön. Aber jetzt haben wir hier keine Kerze mehr.
Aber wer will, darf sich natürlich bedienen, nach wie vor. Auch wenn es schwieriger wird, hier den Tisch der Freude zu finden. Money. Ja, Money, wir brauchen Money. Gruppe wechseln. Expedition, sind die noch unterwegs? The Pit, ach, come on. Echt jetzt? Ich habe heute schon den ganzen Tag an The Pit gedacht. Steuerhinterziehung, aber diesmal in The Pit. Ich wurde aus dem Team entfernt und ich kann mich seit knapp einer Minute nicht mehr bewegen. Ah, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Wie bitte? Ich darf nicht mitmachen. Das ist aber eine Frechheit. Mal gucken, ob das immer noch gilt. Block, Gewerkschaftsbeiträge. Naja. Oh. Offensichtlich mag er uns nicht. Aber wir wollen uns ja auch nicht aufzwingen. Dann machen wir die nächste, ne? Ein harter Schlag. Das war unsere Daily Ops Gruppe. Ein Schwarzbrennersause. Läuft die noch? Na gut, ganz kurz reingucken. Ein paar Krokodile killen. Full Health, naja, okay. So, wo sind wir hier aktuell? Wo können wir uns hier gewinnen, bringen, einbringen? Köpfchen! Wir müssen blutiger sein. Sofort. Ich habe hier keine Dingens. Das Gift ist schon fertig gesammelt, ne? Ich habe hier noch keine Anzeige, wie weit die Mission hier schon gespielt wurde. Und begonnen. Welle 4 von 4. Jetzt blutig machen lohnt sich nicht. Ansonsten können wir hier niemanden mehr umbringen. Da drüben spawnt manchmal... Oh, sehr gut. Da drüben spawnt manchmal ein Nebelkriecher. Block. Kaffee und Kuchen. Komm schon, du Ratte. Du bist schon lange tot. Du weißt es nur noch nicht. Aber wir brauchen die Glasfaseroptiken für die nächste Produktion von Gatling-Lasern. Richtig. Für die Fusionskerne, die wir oben drauf bekommen. Gut. Na gut. Das zum Thema Schwarzbrennersause. Erstmal zurück. Zurück ins Camp, bitte. Und sofort blutig machen und den EP-Buff abholen, weil dies hier schon wieder eine niegelnagelneue Aufnahme ist. Und Packesel ploppte hier gerade auf. Eine Sekunde. Wir würden gern den Segen erhalten vom Mottenmann. Oh, heiliger Mottenmann. Intelligentes Glücksspiel. Und dann Kaffee und Kuchen abholen. Wenn wir schon mal hier sind, hier drüben. Oh ja, stimmt. Und gibt's jetzt auch schon Besuchertee? Noch nicht. Dauert das länger? Möglich, ne? Aber die Maschine dampft. Das bedeutet... Oh, du bist ein Händler, ne? Nee, du bist der Händler. Du bist der Responder-Händler. Bei dir konnte man früher echt gute Sachen kaufen. Na, aber das haben wir alles schon. Kleidung, Nordstaaten-Uniform und Nordstaaten-Hut. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob wir das haben. Aber ich nehme das mal mit, ne? Und wir wollten ja den Regenschirmhut anziehen. Oh, Fusionskerne, nehmen wir alle mit. Für teuer Geld, meine Güte. Aber man kann sich ja ruhig mal was gönnen, gelle? So, Fusionskernauflader. Muss noch. Ja, muss noch. Und Packesel, aber nicht ohne meine Rüstung. Ja, die wir anhaben. Das ist gut. Das ist ein solider Einstieg. Ich brauche noch eine Kleinigkeit und zwar eine Hirnbombe, weil unsere nicht mehr wirkt. Wir müssen los. Verflucht nochmal, wir müssen 7 Minuten. Naja, gut. Ist in Ordnung, können wir akzeptieren. Aber wir sind nicht blutig. Leo, schnell. Es muss schneller gehen. Ich bin gerade aufgestanden. Nein, nicht wirklich. Ich habe ein Nickerchen gemacht. Das ist was anderes. Aber irgendwo bin ich gerade aufgestanden. Jimmy, wir haben dich nicht vergessen. Na los. Na los. Und den Rest? Naja, noch nicht. Aber, naja gut. Ist in Ordnung. Schnell zurück. Packesel ist fast schon vorbei. Ich glaube, der Server war recht voll, oder? Naja, gut. Ich habe nicht wirklich geguckt gehabt, aber ich wollte was Effekthascherisches sagen. Oh nein, nein! Oh nein, was ist denn das hier für ein Einstieg heute? Aber wirklich?
Packesel ist schon durch für uns. Aber ein Glück haben wir die Hirnbomben nicht genommen. Naja, dann machen wir was anderes. So, besuche deine Unterkunft. Höhere Stufe, das mache ich gerne. Das können wir kombinieren mit einer Expedition. Ja, das können wir machen. Gut, dann können wir jetzt wieder entspannen. Das ist in Ordnung. Also fangen wir an mit Unterkunft und Stoff. Und dann können wir auch mal wieder hier ein Strompenökel austauschen. Ich würde gerne was überprüfen. Etwas, was ihr mir in die Kommentare geschrieben habt. Und zwar, da gibt es noch andere Strompenökel. Die wir vielleicht auch schon haben. Das ist die große, alles entscheidende Frage. Dich wollen wir jetzt austauschen. Genau dich. Du bist jetzt dran, ne? Aber erstmal gehe ich in den Baumodus. Und dann gucke ich hier nach Stromanschlüsse. Irgendwo. Oh, die meinst du. Ach, Herr Jemini, wie cool. Die könnten wir auch nehmen. Zum Verteilen, ne? Ja. Und die sind noch größer. Schande. Oh, wie gut. Den hätte ich da drüben benutzen können. Da hätten wir uns gar nicht so krass abmühen brauchen. Das können wir ja immer noch korrigieren. Aber das ist jetzt nicht der eine Penökel, den ich austauschen möchte. Das ist jetzt nur eine Korrektur. Schrott bitte. Block. Und den großen hier hin. Oh, wie gut. Vielen Dank für den Hinweis. Ruhig ein bisschen höher. Wird ja durch das Gras so ein bisschen verdeckt. Oh, meine Güte. Dass ich so was Schönes hier noch erleben darf. Ich glaube, auch diese Doppelkombi könnten wir damit ersetzen. Vielleicht. Eine weitere große, alles entscheidende Frage. Na, fühlt ihr euch wohl hier? Ihr könnt ruhig bleiben. Ihr seid sehr gern gesehene Gäste hier bei mir. Naja, das war jetzt erstmal nur die Korrektur. Machen wir alles noch. Früher oder später. So, Kabel. Kabel von hier nach da drüben. Geht das? Ja. Dicke. Aber sowas von dicke. Und jetzt hier rüber. Das Kabel, naja, gut. Müssen wir halt Limbo machen, ne? Limbo hier, Limbo sehr. Und hier vielleicht das gleiche nochmal in grün. Aber auf dem Dach. Könnten wir probieren. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. So, ne? Ja, ich würde sagen schon. So ein bisschen in die Ecke. Ach so, Budget. Budget, Budget, Budget. So, verbinden müssen wir dich da oben. Also die Sirene. Und dann darüber. Das Schild wieder. Okay. Kriegen wir hin. Wird nice. Sehr nice sogar. Aber du bist ja immer noch nicht verbunden. Integrieren wir dann in den Schaltkreis. Juti. Weg mit dir. Schrott. Oh. Leo. Konzentration. Ich trinke ja schon Kaffee. Geht gleich wieder richtig ab. Aber erstmal Stromanschluss. Die können wir auch austauschen. Wie schön. So, Schild. Ne, erstmal hier drüben, ne? Solarkollektor. Da warst du doch gerade schon grün. Hier. Grün. Grün. Ich spring kurz rüber. Und ich kann nicht mehr springen. Wie bitte? Ich kann im Modifizierungsmodus nicht springen. Frechheit. So, jetzt bitte. Willst du doch jetzt. Na. Na, geht doch. Block. Und jetzt die Sirene noch. Aber die Sirene ist doch schon verbunden, ne? Stopp. Die Sirene hat doch jetzt von da zu da Kontakt. Das ist in Ordnung. Das können wir so stehen lassen. Ach so, der Penökel wird nicht ganz genau getroffen. Das ist mein Problem. Ich wollte es wieder zu genau machen. Deswegen die 75% Quote. Und nur noch das Schild. Boom, Schakalaka. Ja, schwebt ein bisschen. Könnten wir noch ein bisschen? Könnten wir noch ein bisschen? Ja, könnten wir. Machen wir auch ganz kurz.
So ein ganz klein bisschen. Hier weiter raufschieben, dann ist nicht so schlimm. Nee, ist schlimmer geworden. Dann vielleicht hier rauf. Vorne auf die Kinoschrift, also das Kinoschild. Kabel sind immer noch vorhanden. Du schwebst nicht mehr. Und indirekt wird das Lockums Joe ein bisschen verdeckt. Aber ich finde, das hat Style. Wow. Absoluter Wahnsinn. Guten Abend. Echt nice. Also wir sollten auch den da hinten, ne? Den sollten wir auch hier rüber gucken lassen. Ist viel besser. Ihr habt nicht so viel versprochen. Oh ja, du bist nur mit dem Schild verbunden, ne? Finde ich irgendwie nicer. Um einiges nicer. So, und den großen Pinökel, den könnte man ja auch hier dann vorne platzieren, damit man ihn sehen kann. Genau, richtig. Hat ja Schauwert das Teil, mein lieber Scholli. Und was für ein Schauwert. Es ist schön am Blitzen und Bewegung ist immer gut. Und hier rüber, das war's schon. Command and Conquer Vibes. Alarmstufe Rot. Boah. Es wird immer besser. Und dann halt wieder Schritt für Schritt, ne? Bei jedem x-ten Besuch ein Pinökel austauschen. Genau, das ist der Plan, das ist der Weg. Haben wir mittlerweile neuen Besucher-Tee. Komm schon, Teemaschine. Dafür haben wir dich doch hier aufgestellt. Ja, da ist er. Oh mein Gott, wie gut. Gratis Besucher-Tee. Besucher-Tee ohne Aufwand. Wer hätte das gedacht? Also wirklich. Keller. Nicht dieser Keller. Doch, reicht. Ist okay, dann wieder zurück. Geht das? Ja. Was ist eigentlich mit der Wetterstation? Die sollten wir uns jetzt mal langsam so anlachen. Ja, ich glaube, wir können den zweiten Händler hier hinten. Den können wir uns sparen. Dann ist der vordere ein gutes Stückchen uniker. Ja, genau. So, weg damit. Tschüssi. Wir sehen uns irgendwann später. Und nun Wetterstation. Wenn wir sie jetzt bauen können. Ich hoffe doch mal. Ein Händler ersetzt eine Wetterstation. Also ich tippe mal auf Sonstiges, ne? Doch. Das wird schon bei Sonstiges sein. Na, und den Flipper müssen wir auch noch aufstellen. Schande, wo ist denn hier? Es ist also gut versteckt, diese Wetterstation. Oder Geräte, natürlich. Ja, macht natürlich auch Sinn, aber Sonstiges im Kontext von Fallout 76 hätte auch funktioniert. So, wir platzieren dich schön sichtbar, denn irgendwie hast du ja auch Schauwert. Du bist was Neues. Vielleicht bewegt sich das Teil auch oder hat irgendeine Art von Effekt hier. So, gute Idee. Und du brauchst direkt Saft. Von hier. Von hier. Oh nein, ich kann nicht mal mehr ein Kabel bauen. Eine Sekunde. Wir müssen irgendwo weiter einsparen. Ich würde gerne diese Kerze abbauen, aber es ist nicht möglich. Sie ist nicht mehr auswählbar, warum auch immer. Vom Brunnen kann ich mich nicht trennen. Der ist super immersiv. Die Kuh bewegt sich. Die hat Bleiberecht. Holz, das brauche ich alles. Solarkollektoren drinne vielleicht. Eine überflüssige Lampe könnte man machen. Und du, was ist denn das hier bitte? What the heck? Warum? Ist hier ein riesiger Nuka-Cola-Kronkorken? Hast du den hier hingelegt? Super scary. Manchmal ist Fallout 76 ein richtiges Horrorspiel. Oh mein Gott, Ich möchte hier nichts abbauen, aber ich muss. Die Wetterstation ist schon cool. Klares Wetter. Allein schon für diesen Versuch. Das ist eine Community. Die möchte ich auch nicht auseinanderreißen. Irgendwas. Naja, warte mal. Hier die Kerze. Kerze. Ja, nur Kerze. Verwerten bitte. Ist okay. Ist ja hier beleuchtet durch die Schilder. Und sonst? Ja. Okay, wir probieren es ganz kurz. Die Sukkulante schwebt sowieso. Diese hier. Ich glaube, die kann weg, ne? Ja. Aber die muss dafür verstellt werden. Nein, stopp. Die hier muss verstellt werden. Ein bisschen mehr nach vorne. Oder zur Seite. Na? Das gilt. Das können wir so stehen lassen.
Oder? Kriege ich dich jetzt überhaupt noch markiert? Ich glaube nicht. Wir sollten das Glück... Oh, ach, deswegen nicht. Wir sollten das Glück trotzdem nicht zu sehr herausfordern. Aber dann schwebst du auch wieder vorne. Und ich ein bisschen zur Seite. Du leuchtest noch genug an. Oh, du schwebst aber schon ganz schön krass, ne? Mm-mm. Hierhin so. Man darf dich nicht zu sehr an der Kante sehen. Ich glaube, das ist die Stashbox, die dich zum Schweben verführt. Gut, okay, Kabel. Wir müssen doch nur ein Kabel bauen. Ist doch ein guter Tausch gewesen. Findet ihr nicht auch? Also, Baumenü. Kabel, Larsch von hier. Plock. Und plötzlich schönes Wetter, oder wie? Aber dass wir eine Wetterstation für jede Wetterstimmung brauchen, ist schon, ne? Aber okay. Irgendwie müssen sie ja noch mit dem Spiel Geld verdienen. Einige wird es nur zum Kaufen geben. Aber du läufst. Wir haben jetzt schönes Wetter. Wovon wir nachts natürlich ein bisschen weniger haben. Aber wir freuen uns auf den nächsten Tag. Findest du nicht auch, Steven? Ja, Steven ist da gleicher Meinung. Was machen wir als nächstes? Snelligaster? Ja, aber hier war doch noch genau Stoff. 10 Stoff wollen wir zerlegen. Und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern, aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback und zwar von euch.